Hallo, und da sind wir auch schon wieder zu einer neuen Ausgabe unseres Q&A-Formats. Ja, der Royal Rumble steht bald bevor und passend dazu haben wir auch heute eine Frage noch, die wir kurz vor dem Rumble nochmal beantworten werden. Dazu fünf weitere, also insgesamt sechs Fragen in dieser Ausgabe. Aber wir versuchen dennoch informativ, aber kurz und knapp zu bleiben. Aber wir starten direkt durch mit der Frage von Rossab. Über welche Surprise Entrance würdet ihr euch beim Royal Rumble richtig freuen? Realistische oder? Ja, das ist halt eine gute Frage. Wir können ja mal sagen, wen würden wir als realistisch ansehen und uns freuen und was wäre so ein absoluter Traum, was aber jetzt höchstwahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen würde. Was auch wenig aus, ich hätte welche, was auch wenig Sicht aus Sinn, aus Sicht von WWE machen würde. Also meiner wäre zum Beispiel El Generico. Nicht Sami Zayn, sondern El Generico. Das Problem ist, den würde natürlich wieder keiner kennen und das würde natürlich total untergehen. Deshalb wird das nicht passieren, aber da hätte ich echt einen Markout. Also wenn dann noch die Halle gut mitgehen würde, ole, dann ole, wäre es ole, draußen. Ole. Naja. Dazu gesehen, keine Ahnung, irgendjemanden wie keine Ahnung, Kevin Steen, Stone Cold Steve Austin, oder AJ Styles wäre auch cool. Sowas in dieser Größenordnung wird alles nicht passieren. Aber sowas finde ich schon sehr cool. Also einfach jemanden von meinen Lieblingswrestlern, die nicht bei WWE sind, unter Vertrag stehen und wo es auch nicht danach aussieht, als wenn sich das in nächster Zeit ändern würde. Aber würde wohl alles wirklich Sinn machen. Dementsprechend ja wohl nicht. Würdest du denn irgendjemand Realistisches gerne sehen? Vielleicht irgendeine Legende oder? Ja, gibt's bestimmt. Die Frage ist ja mal, was, also ich, jetzt nicht Leute wie MVP, ich meine, das sind immer so die Namen, die man handelt, MVP, ja, aber das, Matt Hardy, das bringt's oder, ja nicht. Ja, nee, würde ich mich, das letzte Mal hatte man das, ich hatte jetzt auch keinen Markout bei Kevin Nash oder bei Diesel, ja, oder bei, na, wer war da noch, Diesel, Booker. Oder bei, Booker. Oh Gott, bei Godfather, schön fand ich den New Age Outlaws, das ist World Dog Wrestler. Den Auftritt fand ich ganz cool, bei Karma fand ich es ganz gut. Wem könnte man dann, bei wem würde ich denken, hell yeah, wenn die Musik ertönt? Ich würde Vader gerne nochmal. Batista wäre halt schon cool gewesen. Ja, Vader. Ja, ich hätte, weiß, aber ich bin hätte halt schon was, aber seit meiner Kindheit absoluter Vader-Fan. Ich finde den Kerl absolut großartig. Klar, er ist heute noch dicker, noch unbeweglicher, wobei er früher wirklich für seine Statur extrem beweglich war. Aber der Kerl hat einfach immer eine Intensität versprüht und ja, und ein absoluter Wunschtraum. Ja, das ist halt klar. Ich würde, ich Generico wäre schon cool, aber ich weiß nicht. Also ich würde Samoa Joe gerne sehen. Ja, sowas wäre schon cool. Aber realistisch betrachtet, vielleicht schwierig. Ja, eher auch eher bei unrealistischen Einsorten, glaube ich. Ja. Wer ist denn realistisch? Chris Boah, Jericho. Ist das schwer. Ja, aber dem könnte man ja Pause, glaube ich, jetzt nicht schaden, um es dann wirklich mal, wenn er noch ein Comeback hinlegt, ein bisschen mehr Impact zu erzeugen. Also ich finde, ich würde es cool finden, wenn Jericho zurückkommt, aber bitte nicht beim Rumble. Es ist doch dann auch irgendwann langweilig, wenn er dann 2 Jahre hintereinander beim Rumble sein über. Ist es noch ein Überraschungsauftritt, wenn er schon wieder beim Rumble zurückkommt? Weiß ich nicht. Okay, man würde erst denken, cool, er ist wieder da, und dann wirst du dir denken, ja, okay, so toll ist es auch. Den Taker würde ich vielleicht auch ganz gerne im Rumble-Match sehen, aber das macht halt nur Sinn, wenn Lesnar teilnehmen würde, aber das macht er ja wohl nicht. Na, ist halt schwierig. Ganz cool. Ich würde jetzt auch Sting nicht auf Teufel komm raus, irgendwelche alten Säcke da drin haben, die sich ewig mehr bewegen können, nur aus Nostalgiegründen. Das will ich dann auch nicht haben. Jake the Snake Roberts wäre schon cool, aber ich weiß halt nicht, ob er da überhaupt noch irgendeinen Move einstecken könnte. Ich weiß gar nicht warum, aber auch Jake the Snake Roberts. Ich ist nicht, dass ich was gegen ihn habe, aber ich kann. Ich vor allen Dingen, der Impact ist jetzt halt nach dem Auftritt bei Raw dann auch weg. Ja, aber auch bei Raw hatte ich absolut jetzt keinen Hype oder so. Ich sagte, oh cool, er ist zurück. Aber keine Ahnung, es liegt vielleicht auch an mir. Aber es gibt viele Legenden, wo ich denke, ah, wie geil, dass der zurück ist, aber checkt das nicht. Warum dann nicht dazu? Vielleicht tritt ja der Warrior im Rumble-Match an. Nee, das, nee. Hulk Hogan, um Gott, nee.
Hulk Hogan. Ja, Hulk Hogan wird dann aber auch gewinnen. Es gibt einen Moment, ich glaube, wo ich dann der einzige, ja, vielleicht nicht der einzige Mensch auf Erden, aber der einzige Mensch, gefühlt der einzige Mensch wäre, der nur noch mit Zähne knirschend überlegt, ob er jetzt den Fernseher ausmacht, ist, wenn Hulk Hogan zurückkommt. Egal, wann Hulk Hogan zurückkommt. Ich bin einer der einzigen Menschen, glaube ich, die absolut dagegen sind. Das ist eines der Dinge, die ich nie mehr sehen möchte. Egal, was irgendjemand sagt und drauf geschissen, ob das eine Legende ist. Der Sack nervt mich. Ja. Wer wäre noch? Es ist so schwer, es gibt garantiert Leute, aber es ist so schwer. Niemanden hier, Shelton Benjamin, Metari, Carlito und sie. Nee, will ich nicht. Muss schon alle irgendwie einfach auch halt alle was Bedeutendes gewesen sein. Ja, irgendwie. Ja, Bret Hart will ich da hatte man sehen. Den noch, Attitude-Ära. Boah, schwierig. Nee, es bringt ja auch nichts. Was wollen die Leute da drin? Es müsste irgendjemand sein, den du jetzt nicht irgendwie über diesen ganzen Legendenshows gesehen hast oder so. Und da wird's ja schon eng. Wer ist da nicht aufgetreten? Ich habe keine Ahnung. Also schwierig. Schwierig. Wer ist denn noch aus der Attitude-Ära oder so? Macho Man wäre natürlich extrem cool gewesen irgendwann nochmal. Wird er leider nicht dazu kommen. Vielleicht ja Jay Lethal. Als Macho King. Das würde ich glaube auch gut feiern. Ja. Also, aber ich glaube, das würde das viele vom WWE-Publikum nicht verstehen. Ich auch nicht. Wenn Lethal als Macho Man da kommt. Oder als Black Machismo, besser gesagt. Ja, gut. Da können wir jetzt, glaube ich, noch Stunden drüber diskutieren und. Vielleicht fällt mir jetzt im Laufe der Q&A-Ausgabe noch jemand ein. Dann werfe ich es noch inzwischen. Wir gehen einfach mal weiter. Masch möchte nämlich wissen. Das WWE Network kommt ja jetzt bald und wie könnte sich das auf die Independent Promotions auswirken? Jetzt, wo WWE für $9.99 zu sehen ist, könnte es für die Indie Promotions da schwerer werden, ihre Pay-Per-Views und DVDs für $14.99 plus an den Fan zu bringen. Was meint ihr? Und macht weiter so. Ja, da bin ich, um ehrlich zu sein, ein wenig überfragt. Ich gehe mal nicht davon aus, jetzt so in meinem ersten Gedankengang, dass es sich wirklich auswirken wird, weil einfach das Produkt zu unterschiedlich ist. Indie-Promotions bieten halt doch etwas komplett anderes als WWE an und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand, der ein WWE-Abo abschließt für 9,99, deswegen keine Indie-Shows, die er jetzt immer gerne geschaut hat, mehr schauen wird, weil er jetzt nicht das Geld sparen will. Es wird vielleicht einige geben, aber kann es mir halt nicht vorstellen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Indie-Promotions deswegen jetzt irgendwie an der Preisschraube drehen werden. Kann ich mir halt auch schlecht vorstellen, weil es halt bei denen teilweise wirklich um jeden Dollar geht. Ja, es wird halt auch... Ich weiß nicht, ob sie drum rumkommen. Es ist ja noch nicht mal, dass die Leute jetzt aufhören, das zu verfolgen. Die Bereitschaft von Fans, die eben jetzt nicht mal unbedingt von nur Independent-Fans, sondern von Fans, die sowohl WWE als auch Indie gucken. Nicht diese Hardcore-Fans, die sich komplett von WWE abgewandt haben. Die vielleicht nicht. Aber die WWE und Independent gucken oder auch die mal Independent anfangen wollen. Die Frage ist, ob das ist ja schon fast Dumping, was WWE macht. Das ist für das Angebot, was man online stellt, ein unglaublich niedriger Preis. Einfach, wie heißt es schon im Englischen? No-Brainer. Wenn ich die Chance hätte, ist sofort. Müsste ich gar nicht drüber nachdenken. Ich würde es sofort annehmen. Und dann muss man einfach sehen, gibt's nicht vielleicht Leute, die WWE und Independent vermuten oder die nur bis jetzt nur in WWE gucken und die dann sagen, okay, WWE bietet mir so viel für $9.99. Was kann mir eine Independent Promotion bieten, dass ich dann wesentlich mehr Geld biete? Ist die Frage, fördert es einfach vielleicht die Piraterie mehr? Dass man sagt, okay, ich meine, bei WWE bezahle ich 10 Euro, warum soll ich für eine publische Indie-Promotion jetzt 14,99, 19,99 oder sowas zahlen? Sau ich mir doch aus dem Internet. Das ist die Frage. Man muss ja ganz klar sagen, oft genug hat man vielleicht ein anderes Produkt, ein vielleicht besseres Wrestling, vielleicht spektakulärer, einfach anders. Aber die Frage ist, wenn WWE, so wie die es aufziehen mit ihren ganzen Kosten, wenn die das so billig anbieten, warum sollte ich, weil ja Wrestling auch durchaus viele jüngere Fans hat, warum sollte ich das dann in der Independent Promotion, warum sollte ich da mehr Geld für zahlen für eine Show? Und wenn sich das durchsetzt, dieser Gedankengang, dann wird's schwierig. Ja, das ist halt im Moment noch absolut nicht absehbar.
Also man weiß nicht, wie das WWE Network aufgenommen wird, aber bei dem Preis schätze ich mal besser, als wir vor ein paar Wochen oder Monaten noch vermutet haben. Und halt, ja, schaue ich die Independent Promotions und will sie halt auch unterstützen, damit sie halt auch weiter existieren können, oder schaue ich es mir halt nur nebenbei an, eben aus Spaß an der Freude, bin aber gar nicht bereit, dafür Geld zu investieren. Oder halt nicht wirklich bereit, viel Geld dafür zu investieren. Weil da muss man natürlich dann auch wieder differenzieren. Hast du jetzt zum Beispiel Ring of Honor, die zwei, drei Shows im Monat veranstalten, die, ich glaube, sogar on demand 19,99 kosten, ne? Ja, das ist halt auch das Problem. Die Ist ja, iPay-Per-Views, die waren immer 14,99, aber die On-Demand-Shows, also die Live-Events, die eigentlich kleiner waren, die haben immer $5 noch mehr gekostet. Oder hast du jetzt eine Indie-Promotion, die einmal im Monat eine Show veranstaltet, wie zum Beispiel PWG oder einmal alle anderthalb Monate? Da ist natürlich die Gusa Evolve, die meistens drei Stück hintereinander an drei Abenden raushauen, und selbst wenn sie die als Programm hier so als Kombination anbieten, ist ja trotzdem $40 oder $45 dann los. ich glaube, dass es, um das vielleicht auf den Punkt zu bringen, dass es für Independent Promotions schwieriger wird, neue Fans zu finden, die, also, oder mehr, also zu wachsen. Es wird für die meisten Promotions, die jetzt schon einigermaßen etabliert sind, ich meine nicht jemand, der jetzt bei mir hier null anfängt, sondern die jetzt, also jetzt Ligusa, CZW, Ring of Honor, Shikara, PWG, für die wird es schwieriger sein zu wachsen, weil man vermutlich nicht mehr so viele Sachen wie von wegen, du kriegst ein ganz anderes Produkt, aber du kriegst es wesentlich günstiger als bei WWE. Das fällt vollkommen flach. Du zahlst eben vielleicht $19 oder weiß ich was nicht bei diesen Promotions. PWG würde ich vielleicht noch ausschließen, weil die halt ausschließlich DVDs und halt ein komplett anderes Produkt, eher so eine All-Star-Show, das ist halt noch, aber vielleicht wird sich auch, je nachdem, wie sich das wirklich mit dem WWE Network entwickelt, bei den Indie-Promotions das Modell insofern ändern, dass man in Zukunft vielleicht auch Jahreskarten sozusagen verkauft. Irgendwie, dass man für einen bestimmten Wäre Betrag vielleicht eine Idee tatsächlich, ja. Pro Jahr, weiß ich jetzt nicht, $100 oder so, dann jede Show pro Jahr da drin hat. Zum Beispiel bei Ring of Honor ist einfach ein Problem auch durch das Wegfallen der IP-Reviews. Ja. Dieses On-Demand, ich glaube, das hat sich so schon negativ ausgewirkt. Ja, zumal ja auch die Events nach ein paar Wochen meistens dann in der TV-Show zumindest die wichtigen Matches gezeigt werden. Von daher wird es eigentlich, aber ich glaube auch Ring of Honor wird nicht ertreffen. Ich glaube, durch die Ja. TV-Shows sind die auf relativ sicheren Seite. Wie Gusa und so, muss man abwarten. Also Schwierig. frag uns in einem halben Jahr nochmal. Wer wird übrigens als der größte Gewinner des WWE Networks gesehen? TNA. Nein, aber es geht in die richtige Richtung. Was, ernsthaft? Fast. Sie fühlen sich auch als der größte Gewinner, UFC. Ja. Denn UFC hat nichts zu verlieren. UFC ist ein größerer Draw bei Pay-Per-Views. Die wissen, ihre Pay-Per-Views bringt man auch weiter, wenn man für einen guten Preis. Die haben ja auch ein Network. Ja, aber Die die haben haben jetzt zwei keine Sender. Möglichkeiten. Wenn der Network scheitert, haben sie nichts verloren und sehen, was sie besser machen müssen oder dass sie es gleich lassen können. Wenn der Network ein Erfolg wird, hat man mit WWE jemanden, der durch all die Probleme gegangen ist und UFC weiß genau, was man nicht machen darf und wie man es machen darf. Die fühlen sie sich tatsächlich durch diesen ganzen Kram jetzt als größter Gewinner. Oh, Die haben sie überhaupt nicht zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. ist natürlich ein Punkt. Ja, man muss abwarten, wie es wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schwieriger wird. Also für die Independent Promotions warten wir es mal ab. Ich hoffe nicht. Es wäre sehr schade, wenn daran vielleicht sogar welche pleite gehen oder irgendwas. Ja. Es wäre jammerschade, aber es ist halt jetzt schwierig, tatsächlich auch neue Leute dazu zu überreden, Geld auszugeben. Preiskampf Weil, könnte anstehen. ja, der Preis ist es nicht mehr. Also man muss dann schon sehr überzeugt sein von dem Produkt und wirklich ein Fan sein. Und dann darf das jemand, der wirklich auf sein Geld achten muss, ja, wird Er wird sich schwierig. zweimal überlegen. Gut, gehen wir weiter. EB316 möchte wissen: Was haltet ihr von einem Auftritt Scott Halls bei WrestleMania 30, beziehungsweise von einer Aufnahme in die Hall of Fame? Passt das zusammen, wenn man Halls Probleme betrachtet, oder sollte man ihn genau deswegen, weil er immer wieder dagegen ankämpft, in die Hall of Fame aufnehmen? Also, ja, Scott Hall hat sich ja in den letzten Monaten mit Hilfe von Diamond Dallas Page und seinem DDP Yoga anscheinend wieder einigermaßen in den Griff bekommen. Er hat halt als Razor Ramon auch seinen gewissen Status bei WWE gehabt, und
damit in meinen Augen auch eine Aufnahme mehr verdient als so manch anderer, wenn wir wieder bei dem Punkt sind, den wir jetzt zum Beispiel bei einer Raw Review mit dem Ultimate Warrior angesprochen haben. Alleine schon durch das WrestleMania-Match mit Shawn Michaels hat er seine Aufnahme fast gerechtfertigt. Aber es muss nicht dieses Jahr sein und ich finde Scott Hall jetzt auch nicht so den großen Star, wie ihn manche gerne gesehen haben oder hätten. Er hatte halt dieses unglaubliche Potenzial, ja, seine Dämonen. Schwierig. Man kann ihn aufnehmen, irgendwann, ob es jetzt dieses Jahr ist, aber gerade wegen seiner Probleme, na, ich weiß nicht. Also ich finde, Hall ist für mich halt auch jemand, der extrem polarisiert. Ich meine, sieht man seine Alkoholprobleme und seine Geschichte, ist das schon, also gerade diese Dokumentation, die es da mal gab, dann ist es schön, dass er noch lebt. Und dann ist es eine verdammt traurige Sache. Was man dabei vergisst aber, dass gerade in den 90er Jahren bei WCW eine der schlimmsten, neben Hulk Hogan und Kevin Nash, einer der schlimmsten Arschlöcher, einer der schlimmsten Wichser im gesamten Business war Scott Hall. Scott Hall hat in WCW-Zeiten mit Absicht Leute wie Chris Jericho und Eddie Guerrero eigentlich gemobbt und unten gehalten. Scott Hall ist kein netter Mensch. Und vielleicht ist es sogar so, schlechten Leuten passieren schlechte Dinge. Ich meine, ich habe auch irgendwie Mitleid mit ihm und ich freue mich auch irgendwie, dass es ihm jetzt besser geht, aber man sollte es nicht vergessen. Ich meine, vielleicht war es auch durch seinen Alkohol, aber er war ein ziemlicher Penner in den 90er Jahren. Ein richtig, richtig, richtiger Penner. Ich meine, ich glaube, es gibt da auch Geschichten oder so, die man nachlesen kann. Ich glaube auch im Chris Jerichos Buch, ich glaube in dem ersten hat er darüber geredet, dass Scorn ein absoluter Wichser war. Wie auch Kevin Nash. Und absolut unsympathisch. Das passt ja halt zusammen, ne? Und dementsprechend ist es halt so eine Sache von seiner, aber Hall of Fame hat ja damit nichts zu tun. Ich meine, es sollte ja um die sportlichen Leistungen gehen. Wie? Ich finde schon, dass es irgendwie verdient hat, wie auch Kevin Nash, weil ich glaube, spätestens mit der NWO und den Outsiders hat er sich verdient, dann sein wahrscheinlich bestes Match, was er jemals abgeliefert hat. Auch nachher, ich glaube, so viele richtig Klassiker hat er nicht abgeliefert, aber definitiv das Leitermatch gegen Michaels bei WrestleMania 10. Ich glaube, er hat sich schon verdient. Ich glaube schon, ja. Ob es jetzt halt bei 30... Ja, vielleicht gerade jetzt und nicht irgendwann. Ja, wer weiß denn, wie lange er noch lebt? Wer weiß denn, ob er nicht wieder einen Rückfall erleidet? Bei ihm kann man sich echt nicht sicher sein, von daher. Das ist natürlich auch wieder ein Argument. Jetzt ist er in einigermaßen guter Verfassung, also von daher. Gut. Nächste Frage von Styles Clash. Da hatten wir letzte Mal, wir entschuldigen uns, einen kleinen Part bei einer Frage bezüglich AJ Styles Zukunft vergessen. Deswegen holen wir das heute nach. Da die Carters ja TNA verkaufen wollen oder zumindest Kaufinteressenten suchen. Und ja, sollte jemand TNA kaufen und bereit sein, Geld auszugeben, würde AJ dann vielleicht wieder zu TNA zurückkommen? Ja. Gut. Ja, sehe ich auch so. Ja. Wenn man ihm das Geld zahlt, was er möchte, ja. Es ist halt auch jetzt hauptsächlich Geld gescheitert, beziehungsweise vielleicht auch, wobei das hängt jetzt zusammen, dass er dann der Meinung ist, dass man ihm nicht die nötige Wertschätzung entgegenbringt in Form des Gehaltschecks. Ja. Das ist halt, ja, es hängt halt zusammen. Also damit sei das auch beantwortet. Gut. Awesome wollte wissen. Bezüglich John Cena. Was habt ihr über John Cena während der ersten Monate seiner WWE-Karriere 2002, 2003 gedacht? Ganz ehrlich, ich habe zu diesem Zeitpunkt kein WWE verfolgt und habe mir also gar nichts darüber gedacht. Jetzt im Nachhinein ist es schwer, einfach ein Urteil darüber zu fällen, weil sich halt John Cenas Charakter so ins Gehirn eingebrannt hat, dass ich da schwer von loskomme und da ich allgemein wenig mit Rap, Hip-Hop und so einem ganzen Gedöns anfangen kann, muss ich nicht unbedingt jetzt sagen, dass es mir damals super gut gefallen hat. Bin ich vielleicht ein bisschen im Vorteil. 2002 gar nichts. Aber einfach bloß ein Typ von vielen. Weißbrot. Tatsächlich habe ich ihn 2003 entwickelt sich dann so langsam. Gerade gegen Ende des Jahres war das dann, glaube ich, wo er dann schon auf der Face-Seite war, bei den Survivor Series auch schon im Vorfeld stark gepusht wurde. Da merkte man ja schon, dass der Typ Potenzial hat. Und da hatte er eben noch diese
angesprochenen Ecken und Kanten. Auch mit zum Beispiel Paul Heyman als Paul Heyman und Lesnar und Co. als üble Gegenparts. Und da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Eigentlich hat er mir ganz gut gefallen bis könnte man sagen, bis 2005, bis zu seinem ersten Titelgewinn, auch noch ein paar Monate danach. Erst ab 2006 wurde es dann irgendwann tatsächlich anstrengend. Und ich musste so lachen, wenn man heute so zurückdenkt, dass so 2006, so ein Jahr nach seinem großen Titelgewinn, schon die Leute gesagt haben, ja, er braucht unbedingt eine Gimmick-Auffrischung und das geht so nicht weiter und die Leute buhen ihn aus und man muss was tun. Und hier sind wir nun, 8 Jahre später, hat sich nichts getan. Nichts! eigentlich schon fast ironisch. Also 2003 fand ich ihn tatsächlich. Wie an Silvester mit Dinner for One, ne? Ja, genau. Man guckt es sich immer wieder an, man findet es immer wieder toll, oder in dem Fall, man regt sich immer wieder gerne drüber auf, aber es ändert sich nie was. Nee, naja, ich meine, Hulk Hogan hat auch lange durchgehalten. Vielleicht turnt er dann Cena in 10 Jahren, Mitte 40. Und kommt dann mit 60 nochmal zurück. Sagt niemals nie. Wenn man sich vor allen Dingen überlegt, in den 90er Jahren, wann die Leute ihre Prime hatten, ich meine, dass da jemand mit 40 aufgehört hat, gab es da gar nicht. Ich meine, Hogan, da sind sie aber auch einen anderen Stil gegangen, ne? Das ist richtig. Da, und haben halt auch, naja, sich einen Scheiß drum gekümmert, was mit 50 ist, wo sie dann halt 40 waren. Ja, könnte man so sagen. Gut, letzte Frage für heute von Swanton98. Was ist euer Lieblings-TLC bzw. Ladder-Match? Ach, gibt's viel zu viele. Ja, also wir hatten ja vorhin schon mal das von Razor Ramon gegen Shawn Michaels angesprochen, ja, was definitiv ein Klassiker ist, einfach weil es halt, war es das erste oder eines der ersten auf jeden das Fall? Es war das erste. Ja. Ja. Es war das erste. Und ja, es gab halt viele. Ich möchte zum Beispiel jetzt, TNA-Fans der früheren Jahre werden sich noch dran erinnern, Jay Lethal gegen Sonjay Dutt. Um die Gunst von SoCal Val. Eine unheimlich trashige, aber ziemlich unterhaltsame Fehde, die in einem Ladder-Match gegipfelt ist, was in meinen Augen absolut großartig war. Ja, auch das hatten wir vor ein paar Ausgaben schon mal zwischen Jeff Hardy und CM Punk. Ich habe es mir noch mal in Erinnerung gerufen. Es war wirklich gut. Ja. Ja, aber es gab da halt wirklich viele, auch mit Edge. Und Edge gegen Cena. Ja, oder auch früher in den 90ern. Take the Matches. Ja. Gibt auch viele in Independent Promotions, also hier die Ladder Wars bei Ring of Honor. Ja, oder auch bei PWG 3-3, hier die Young Bucks gegen Future Shock, gegen die Super Smash Brothers. 10? Letztes Jahr. Dieses Jahr auch bei 10. Letztes Jahr. Ja, 2013, ja. Es war also ähnlich stark. Ich glaube, da war anstatt Future Shock waren dann halt die Dojo Bros dabei. True, genau. Ja. PWG lohnt sich wirklich, solltet ihr mal reinschauen. Absolut krasses Wrestling. Das Ding ist, man muss schon einiges verbocken, um ein TLC-Match oder ein Ladder-Match scheiße werden zu lassen. Ja, aber man muss halt auch einiges investieren, um es großartig werden zu lassen. Ja, das natürlich, aber ein durchschnittliches Ladder-Match oder ein durchschnittliches TLC-Match finde ich meistens noch besser, oder ist eigentlich fast immer besser als ein durchschnittliches normales Match. Ja, natürlich, weil es halt immer irgendwelche Spots gibt, immer irgendwelche High-Risk-Aktionen, Spannung. Und du dir denkst, oh, was passiert als nächstes? Es ist halt nicht dieser typische Ablauf, den du eigentlich bei jedem anderen Match sonst vorhersagen kannst. Oh, jetzt kommt der Move, der Move, der Move. Darauf folgt der Move. Und dann doch mal ein Move. Move, Move. Irgendwann muss man den Song mal zusammenschneiden. Ja, auf jeden Fall. Und man weiß eben halt, dass zumindest ein Spot immer kommt. Mindestens einer, eher mehr. Und das ist doch schön. Also, man darf natürlich nicht übertreiben. Also, ich bin schon dafür, das einen guten Level zu lassen. Also, 4, 5 Matches in der Promotion im Jahr, also bei WWE in diesem Sinne. Bei allen anderen Promotions sind es ja eh weniger, reichen vollkommen zu. Also, bei TLC, Money in the Bank, dann vielleicht noch 1 im Jahr langt. Aber solange man das einigermaßen noch als was Besonderes darstellt, dann wird es für mich nie langweilig. Auch das hier damals, da fällt mir jetzt gerade noch ein, Shawn Michaels gegen Chris Jericho vor ein paar Jahren in der Fehde. Ja. Das war auch richtig stark, wo sich Jericho einen Zahn abgebrochen hatte. Es gibt so unglaublich, das ist wirklich ganz schwer. Ich könnte jetzt wirklich keins benennen, tut mir leid. Ich wüsste einfach keins. Es gibt so viele, fast jedes ist es sich wert, dass man sich's anschaut. Also. Selbst die King of the Mountain Matches bei TNA fand ich immer großartig, so kompliziert die Regeln für manche auch sein mögen.
die ja, man leider seit Hulk Hogan und Eric Bischoff damals abgeschafft hatte. Bin ich aber jetzt nicht so traurig, dass man abgeschafft. Ich fand die Matches immer durchaus interessant, auch weil sie so verquer waren. Aber was für beschissene Regeln. Mein Sport lebt immer davon, dass die Regeln möglichst einfach sind. Und wenn man, keine Ahnung, wenn man schon 5 Minuten braucht, um die Regeln zu erklären, und dann sind sie immer noch nicht dran. Es war einfach. Es war halt einfach ein TLC-Match, beziehungsweise ein Ladder-Match, wo du halt den Titel aufhängen musstest. Vorher musstest du jemanden pinnen, um den Titel aufhängen zu dürfen, und derjenige, der gepinnt oder submitted wurde, der musste für 2 Minuten in eine Strafbox. Vince Russo, meine Damen und Herren. Und es konnten auch mehrere gleichzeitig in der Strafbox sein und sich prügeln. Ich sage voraus, dass noch in diesem Jahr wird die Meldung kommen, dass seit Ende des letzten Jahres Vince Russo wieder bei Team. Ja, irgendwas on a pole, ne? Kommt diese Woche, also nee, es ist jetzt, wenn ihr das hört, ist es schon vorbei, aber bei Channels gab es ein On-the-Pole-Match. Vorher dieses überbuckte Finish bei Styles gegen Magnus. Und dann das Dixieland-Rules-Match. Das ist alles, das ist Russo. Kann du mir erzählen, was du willst? Das ist Russo. Du möchtest jetzt aber nicht die Reverse Battle Royale erklären, oder? googelt einfach mal. Oder TNA guckt auf YouTube Reverse Battle Royale. Guckt es euch einfach an. Gut. Diese Weise und Sage, eins der am dümmsten gebuckten Matches, aber bildet euch eure eigene Meinung. Ja. Muss man gesehen haben. Dagegen war natürlich, also King of the Mountain war immer unterhaltsam. Brauchen wir nicht drüber reden, ich meine, ja, aber Regeln ist halt so eine Sache. Das war halt ein Match. Ja. Man musste halt irgendwas an, oder man wollte, besser gesagt, irgendwas anders machen. Man wollte halt eigen sein. Es gab schlimme Verirrungen, wie die Reverse Battle Royale oder auch das Elevation X Match. Wo man da auf diesem komischen Gerüst da die ganze Zeit, dieses Scaffold-Match, das finde ich auch extrem dämlich. Aber gut, wir kommen zum Ende, ne? Ja. Alle Fragen beantwortet, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.